Ja, hallo YouTube, Schlanskel am Start, heute mit einem neuen Video, und zwar heute erfahrt ihr nochmal alles rund um die Fahrzeuge, die in den nächsten Wochen erscheinen werden. Und zwar hatten auch sehr viele Leute von euch noch Fragen gehabt, wann zum Beispiel diese Fahrzeuge genau erscheinen werden, und zudem kann man die Fahrzeuge jetzt schon ins Los Santos Customs fahren und wir können das Ganze jetzt voll auftunen. Das werden wir natürlich auch machen und neue Informationen alles in diesem Video, ab geht's. Wir werden jetzt erstmal die Fahrzeuge voll auftunen und gucken, was da so für Tuning-Möglichkeiten verfügbar sind. Danach werde ich noch auf einzelne Fragen eingehen, wann jetzt das Update erscheinen wird, ob die Preise für die Fahrzeuge sich verändert haben oder sonst was. Erstmal ab mit den 770 ins Los Santos Custom und gucken, was da so für Tuning-Möglichkeiten verfügbar sind. Natürlich ist erstmal hier Panzerung und Bremsen das Sortiment, was eigentlich immer dabei ist am Start, für die gewohnten Preise. Dann gibt es hier noch den Titan-Auspuff und einen ovalen Auspuff, kennt man bereits schon von anderen Tuning-Autos, also nichts Großartiges. Die Scheinwerfer wie gewohnt natürlich in Xenon, und dann gibt es natürlich hier wie immer Neon, dürfen natürlich auch nicht fehlen. Bei der Seitenverkleidung gibt es hier leider nur zwei Auswahlmöglichkeiten, das kennen wir bei anderen Fahrzeugen aber schon besser. Leider zwei, die nicht so wirklich aufregend sind und natürlich wie immer nicht so viel verändern. Sehr schade, aber so ist es leider. Beim Spoiler gibt es wieder eine schöne breite Auswahl. Okay, die breite Auswahl ist relativ. Es gibt hier zwischen vier verschiedenen Spoilern, kann man auswählen. Die Spoiler sind alle schon bekannt und ist natürlich nichts Neues dabei. Das ist sehr schade. Vielleicht hätte man ja auch einen neuen Spoiler mit reinbringen können. Wäre wahrscheinlich auch sehr schön gewesen. Dann gibt es natürlich noch die Funktion, das Fahrzeug ein bisschen schneller zu machen. Getriebe, Turbo etc. Aber das kennt ihr ja bereits schon. Und die Preise dafür sind einfach ganz normal, wie von anderen Fahrzeugen auch. Ist natürlich jetzt nichts teurer. Ich war wirklich schon geschockt gewesen. Das waren alle Tuning-Möglichkeiten von diesem Fahrzeug gewesen. Und das wird auch zu 95% beim Veröffentlichung des Fahrzeuges so sein, dass so wenig Tuning-Möglichkeiten beim 770 dabei sind. Sehr, sehr schade meiner Meinung nach. Ihr habt es gesehen, man kann nur die Spoiler, Seitenverkleidung ändern. Ist wirklich sehr mager. Zudem gibt es nur eine Primärfarbe, nicht mal eine Sekundärfarbe. Na gut, kein großartiges Fahrzeug, aber was soll's. Das ist ähnlich der Supersportwagen, auf dem wir alle heiß sind. Ab geht's zum nächsten Fahrzeug, und zwar der Pista. Der Pista 811, ich war mir ja gestern auch ein bisschen unsicher gewesen, ob es wirklich ein Supersportwagen werden sollte, aber es ist hundertprozentig ein Supersportwagen, der mit dem Spiel dazukommen wird, und dann werden wir damit auch schon in Los Santos Custom fahren und mal gucken, ob da mehr Tuning-Möglichkeiten sind als beim 770. Fangen wir erstmal mit den normalen Sachen an, Panzerung etc., das kennt ihr ja bereits schon alles, und da war auch schon die erste Überraschung, und zwar bei Frontstoßstangen gibt es wirklich sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten, und ich finde, die Auswahlmöglichkeiten sehen wirklich sehr gut aus und sind sehr differenziert und unterscheiden sich voneinander, finde ich echt eine schöne Sache, und da sind wirklich ein paar sehr gute Frontstoßstangen dabei. Bei der Heckstoßstange war dann Enttäuschung gewesen, und zwar da gibt es nur eine weitere Auswahlmöglichkeit, und das ist Carbon, weil eigentlich gefällt mir das Auto von hinten gar nicht, da hätte ich mir wirklich mehr Tuningmöglichkeiten gewünscht, aber leider ist es nicht so. Dann gibt es noch eine sehr schöne Auspuffvariante, und zwar man sieht ja, die Auspuffe sind so auf dem Dach sozusagen, und dann kann man noch sehen, dass man den Auspuff jetzt nach unten verlegen kann, und da gibt es dann auch drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten, finde ich, ist sehr schön gemacht. Dann natürlich Scheinwerfer, Lackierung etc. Alles gleich. Und dann gibt es noch natürlich die Dachoption. Man kann das Dach zumachen als Tuningdach oder man lässt es halt offen, obwohl ich halt ja, beides eigentlich relativ gut finde. Dann gibt es die nächste Ernüchterung, und zwar das Fahrzeug hat ja schon von Haus aus irgendwie einen Spoiler, und den Spoiler könnt ihr jetzt nur noch in die Sekundärfarbe färben. Ja gut, ist nichts Aufregendes. Und dann war es das auch schon fast gewesen, nämlich das Fahrzeug bietet auch nicht mehr Tuningmöglichkeiten, sehr, sehr mager gehalten. Aber ich finde einfach von der Seite, guckt euch das mal an hier mit den Rot-Schwarz, sieht das Auto einfach so fett aus. Wäre hinten nicht dieses hässliche Heck, ja, wäre das wirklich ein Lieblingsauto von mir, aber das Heck gefällt mir einfach null. Aber von der Seite ein Traum. Ab geht's zum Traumwagen, der jetzt kommt, nämlich der E-Grotti. Erstmal das Interieur hier vom X80, ihr seht, ist nichts Aufregendes, ist halt ein super Sportwagen, da braucht man halt nichts Großartiges reinballern. Und dann kommen wir auch schon zu Tuning-Möglichkeiten, und zwar werden wir erstmal sehen, dass es hier auch verschiedene Stoßstangen gibt. Leider unterscheiden sich die Stoßstangen nur von der Farbe her und sind halt ein Zusatz, aber nichts Großartiges dabei. Das war mir aber klar, bei diesem Supersportwagen wird eh nicht viel beim Tunen dabei sein. Hier kann man noch die Auspuffanlage ein bisschen erweitern. Neonfarben, Seitenverkleidung, alles nicht Großartiges, alles nur so eine kleine Zusatzapplikation, die man sich ranballern kann. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass es wirklich drei verschiedene Spoiler gibt, die man da ranknallen kann. Ich habe mir natürlich hier erstmal die Rennflügel rangeballert. Sieht auf jeden Fall richtig maskulin aus, und das Fahrzeug wirkt natürlich da noch ein bisschen sportlicher, obwohl es einfach schon das sportlichste Fahrzeug ist, was ich wahrscheinlich kenne. Und ja, die Tuning-Möglichkeiten hier sind natürlich auch sehr gering. Also im Großen und Ganzen einfach nichts Großartiges zum Tuning werdet ihr da auf jeden Fall nicht viel Geld ausgeben, aber wahrscheinlich bei der Anschaffung. Nämlich, ihr habt schon gesehen, wo ich die Fahrzeuge
Fahrzeuge gerade im Premium Motorsport Store gekauft habe. Die Fahrzeuge sollen im Story-Modus, so wie es jetzt ist, und das soll eigentlich zu 95% wahrheitsgemäß sein, soll einfach der Supersportwagen oder Ultrasportwagen eigentlich schon X80 Grotti 3,7 Millionen GTA-Dollar kosten. 3,7 Millionen GTA-Dollar ist nicht mehr normal. Der Fista 811 soll 2,750 Millionen GTA-Dollar kosten und dann der 770 soll 900.000 GTA-Dollar kosten. Also ich bin da wirklich gespannt, ob das stimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass es zu 90% wirklich stimmen wird, weil das sind die Story-Modus-Preise und ich denke mal, die werden auf jeden Fall auch für den Online-Modus übernommen. Also das wäre wirklich ein Hammer, wenn das Fahrzeug fast 4 Millionen GTA-Dollar kostet. Einige werden sich jetzt wahrscheinlich gewundert haben, oha, der Fista kostet 2,7 Millionen GTA-Dollar, mehr als der T20. Warum das sogar plausibel klingt und warum das sein könnte, das seht ihr aber in einem anderen Video. Und zwar habe ich aber noch ein paar andere Informationen für euch. Und zwar gibt es Bilder von den Fahrzeugstatistiken. Und zwar, da seht ihr halt, wie schnell die Beschleunigung ist, Endgeschwindigkeit, was Rockstar da angegeben hat. Die Bilder seht ihr hier übrigens im Hintergrund von jedem einzelnen Fahrzeug. Und da könnt ihr natürlich jetzt schon vergleichen mit dem T20 und andere Fahrzeuge. Zudem haben mich sehr viele Leute gefragt, ja, wann kommt denn jetzt endlich dieses heftige Fahrzeug raus und wann wird das alles so passieren? Und zwar, man kann nur so viel sagen, dass es wahrscheinlich in den nächsten Wochen sein wird. Rockstar hat jetzt natürlich erstmal ein heftiges Update rausgehauen. Ich denke mal so in 4-5 Wochen kann man eventuell da nachdenken, dass da so ein Lowrider-Update wieder rauskommt, wo ein paar Lowrider dabei sind und natürlich diese heftigen Superautos. Ich denke mal, danach wird dann halt dieses Stunt-Update kommen, wo ich mich wirklich schon übertrieben freue. Alter, GTA wird wirklich so heftig noch werden. Ich hoffe, Rockstar wird dann noch ein paar richtig geile Dinger raushauen. Auf jeden Fall, Leute, spart euch die Kohle. Also ich finde diesen Supersportwagen richtig geil und der hört sich auch verdammt geil an. Der Auspuff ist so übertrieben fett. Ich kann das gar nicht beschreiben. Holt euch wirklich dieses Fahrzeug. Spart bitte darauf, Leute. Ich kann es euch empfehlen. Wenn ihr mir halt nicht glauben wollt, dann glaubt mir nicht, aber ich kann sagen, ich find's geil. Haut da rein, kauft da in, Standardskill ist in. Wenn du das Video nach der Verabschiedung hörst, dann will ich mindestens ein Like von dir haben. Danke, ciao.